Schlacht um die Nordwege. Okay, dann machen wir Ausrüstung anlegen. Ein Schild kannst du in dem jeweiligen Menü als Nebenwaffe ausgerüstet werden. Inventar öffnen. So, Waffen. Es gibt drei Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig und ermöglicht einen eigenen Kampfstil. Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn ein neuer Ausrüstungsgegenstand aufgenommen wurde. Weiter. Haupthand 1. Waffen in der Haupthand Waffen, die in der Haupthand ausgerüstet werden, verursachen den Großteil deines Schadens und bestimmen deinen Kampfstil. Für einen etwas defensiveren Ansatz kannst du auch Schilde in der Haupthand ausrüsten. Nebenhand. Du kannst Waffen und Schilde auch in deiner Nebenhand ausrüsten. Diese haben dann eine unterstützende Wirkung auf deinen Kampfstil. Zweihandwaffen. Weithändig geführte Waffen belegen beide Waffenfelder. Bogen. Neben deiner Nahkampfwaffe ist auch immer ein Bogen für Fernkampfangriffe ausgerüstet. Es gibt drei Arten von Bögen, die je einen Pfeil benötigen. Sieh dir die Werteübersicht im Inventar an, um mehr Details zu deiner aktuellen Ausrüstung. Okay. So. Habe ich gerade überhaupt nicht penetrant vorgelesen. So. Haupthand. Nein, das wollen wir nicht. Aber ich kann ja... Kann ich hier was reinmachen? Hier kann ich ja aber jetzt den hier machen. So. Das ist 2, das ist 1. Das passt schon mal. So. Okay. Quests. Dann haben wir hier. Habe ich Ehre gebunden. Questlog. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei aktiven Quests in den verschiedenen Gebieten verfolgen. Im Laufe deines Abenteuers werden Gebiete und ihre Quests angezeigt. Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und im Questlog angezeigt. Alles klar. Weiter. Codex. Datenbank. Informationen zur Welt und ihren Bewohnern. Gruppierung. Ach, da können wir das hier alles durchlesen. Alles klar. Alles klar. Okay, Tutorials. Alles, was du bislang gelernt hast. Bewegung, Kamera, Parcours. Du dich mit C fallen. Okay. Muss ich mir mal offscreen durchlesen. Gesundheitsregeneration. H, um mit Mahlzeit zu heilen. Das muss ich mir merken. So. Waffen, die in der Nebenhand ausgerüstet sind, können unabhängig von der Haupthand verwendet werden. Q, Nebenwaffe benutzen. Okay. Finde und rette deine Besatzung. Alles klar. Das ist in die Richtung, ne? Gibt's eine Karte? Oh, ja. Es gibt eine Karte. Die ist... Ja, so groß ist sie, Alter. So groß ist sie ja auch nicht. So. Hier können wir schnell reisen, nicht verfügbar. Alles klar. Ich würde gerne hier in die Richtung. Was ist das? Steht da nicht. Schnellreise zum Boot gibt's noch nicht. Hier konnte man nochmal... Markierung kann ich gar nicht setzen. Okay. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ehrlich gesagt, ist da oben, glaube ich, schon hier, ne? Da. Gelegenheit offenbaren. An einem pulsierenden Leuchten im Kompass entdeckst du, dass du in der Nähe von Schätzen, Rätseln oder... Ja, danke. Lass mich raten. Da ist nichts. So weit geht das gar nicht. Okay, warte. Wir laufen mal hier das Dorf erstmal ab. Ja, wir laufen das Dorf erstmal ab. Erstmal sauber nur rum. Sehr gut. So. Entschuldigung, den Zaun wollte ich noch heilen lassen. Hier geht's rüber, sehr gut. Hier geht's noch nicht mal rein. Was ist denn hier los? Sag mal, was soll denn das? Sieh jetzt aber auch nicht ein. So, da hinten ist noch was. Aber ich glaube, wir müssen mal in die Richtung hier. Gucken wir auf dem Weg dahin mal ganz kurz hier vorbei. Aber hier können wir anscheinend nicht rein. Ne. Alles klar. Kjötvis Krieger krauchen durch Irrwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Aha. Heißt? Raben rufen. Spähe für mich in die Ferne. Warte, da war doch gerade was.
Was macht denn der Kreis hier? Er sagt mir, ich soll da... Moment, so jetzt. Er sagt mir weiter nach da. Hier drinne, oder was? Ich habe hier das System noch nicht ganz. Ich sehe ja auch überhaupt gar keinen, der da ist. Da ist wer. Da bin ich. Jetzt habe ich da eine Markierung gesetzt, die nicht da sein soll. Die sind hier im Haus. Ja, was? Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach rein. Ist mir egal. So. Ach, dieses Schneegeräusch, ne? Sperrgebiet. Oh, da steht schon mehr. Weißt du was? In welche Richtung guckt der das da drin? Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Für alle nehme ich mal mit. Das nicht. Du wirst mir nicht entkommen. Ja. Das klappt bis jetzt schon mal ganz gut. Schwerangriff ist Shift-Links-Klick. Den kann ich plündern. Ist hier noch wer? Das war's. Da hinten ist noch wer. Wieso konnte ich denn keinen Attentat machen? Muss ich das erstmal freischalten? Das wäre mal mega belastend. So. Jetzt ist nur noch der Typ da hinten da, oder nicht? So viel waren das hier gar nicht. Jagdpfeil, wird klar. Man kann nicht auch die Pfeil... Tab geht nicht. Escape geht, aber das bringt mir nichts. Tab geht nicht, ah ja. Ergibt Sinn. So, warte. Dann nehmen wir das hier mal mit. Komm, wir gucken hier drin nochmal. Scheiß drauf. Siehst du, schon hat sich's gelohnt. Proviant ist voll. Hat sich schon gelohnt. So. Hiegi, Mensch! Was ist los? Ich habe vergessen, die Benachrichtigung auszuschalten. Ich bin so schlau. Uah. Warten Sie. Das kann ich ja nicht über den Zaun rüberlehnen. Das geht nicht. Ja, belastend. Okay, warte. Der Zaun ist auch viel zu hoch, sehe ich gerade. Dann machen wir es so. Ah, das ist der Typ, der da hinten stand. Okay. Fuck. Der hat das Original nicht gemerkt. Was ist denn mit ihm? Da vorne. Hier ist irgendwas. Na, hier komme ich schon mal nicht rein. So. Ja. Also die Gegner zerhält sich erstmal in Grenzen. Da hinten habe ich doch gerade wen gesehen. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Aha.
Habe ich nicht gerade wen gesehen? Da hinten ist noch wer. Ist der da? Der ist drinnen mit Sicherheit. So. Als ob ich hier die Hauswand hochgehen kann. Shift? Nee, C. Steht ja auch da nicht. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Arsch. Warte. Nein! Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Genug jetzt! Ich schick dich direkt zu Hel. Okay. Ausweichen ist alt. Ja, das wird mir ja früh gesagt. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Aha. Halt ausweichen. Wieso soll ich immer nur ausweichen? Ich will auch mal. Fuck. Ausdauer. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder angreifst. Ja. Ausdauer fühlt sich wieder auf, wenn du leichte Angriffe landest und gewisse Ziele. Okay. Fuck. Cooles Parieren. Das für Hammer, Alter. Das ist ja der Hammer. Entschuldigung. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm deine Axt! Nein, Varin. Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Was genau ist das Ziel? Ja, natürlich. Okay. Ah ne, gedrückt halten. So. Gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. So, einen Moment. Nehmen wir. Das nehmen wir auch. Das haben wir hier. Das nehmen wir natürlich auch. Das packen wir alles drauf. Hier hätten wir noch eine Axt, theoretisch. Kommt.
So. 54, 46. Dann nehmen wir die hier hin. Und dann nehmen wir die nach da, oder? Ja. So ist besser. So ist schön. So, dann gehen wir mal raus, hätte ich gesagt, oder? Begib dich zu deinem Langschiff, zu unserem. Natürlich, es gehört schon uns. Kaum was gemacht, aber gehört schon uns. Ja, natürlich. Okay. Fuck. Dieses Ausweichen muss ich nochmal üben. Ist hier noch wer? Ja. Wer gehört denn hier zu uns? Ich sehe gar nichts. Ich hau einfach mal rein. So. So, der hier noch, ne? Ja. So. Der wacht nicht mehr auf. Ah, was? Multibären. Das hört sich auch richtig toll an, finde ich. So. Immer wieder ein schönes Wort zum Sonntag. So. Gehört er zu uns? Nein. Dass der es nicht gehört hat, ist viel interessanter, finde ich. Aber egal. So. Ich bin nicht da. Fuck. Es ging mir sauer schief. Ciao. Kinder, schnell. So. Silber. Natürlich wieder Silber. So, das war der. Warte, ich will den Fall wieder haben. So. So, let's roll. Ah ne, da war schon. Ja. Wir gehen mal da rein, glaube ich, oder? Die bleiben hier, gut. Fahre ich halt alleine, selber schuld. So. Hä? Ich hab grad nur... Das ist ja in die Richtung. Führung übernehmen. Sag, Bragi, nehmt eure Ruder. Die Wahlstraße führt uns heimwärts. Segel setzen! Das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern! In welche Richtung? Ich hole mal kurz die Karte, warte. Dahin. Alles klar. Na dann. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste. Und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kiltwies Männer. Sie nagen an jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Okay. Segelaffen! Segel! Einmal wenden. Na komm, wir wenden andersrum. Das dauert mir zu lange. Legen wir hier vorne an. So. Weiß nicht, einfach leise reinzugehen und im Überraschungsmoment. Egal. Er hat schon mal gesessen. Fuck. Flug auf dich! So, ich renne mal durch. Nicht getroffen, haha. Fuck. So, ich höre schon die geile Assassin's Creed Musik wieder. Hört sich an wie Rammstein. So, den haben wir.
Wer gehört zu wem? Der gehört zu uns. Der hier nicht. Los! So, du kommst weg. Wir sollten abhauen! Wieso? Jetzt, wo wir gerade hier looten können, was soll denn das? Nein! Wir looten jetzt erstmal die Insel, hallo? Wo sind wir denn hier? Sonst wäre es ja nicht ein Let's Play von mir, wenn wir nicht erstmal alles looten würden. So. Siehste, sag ich doch, hier ist was drin. Hier, na komm. Das Feuer hört auf, finde ich. Ein Knochenbeißer. Geil. Richtiger Jagdhund einfach sind wir. Wir können... Tab geht wieder nicht. Oh, warte, hier ist noch was. Plündern. Wieder Silber, natürlich. Wenn ich nicht weiß, was es war, dann sage ich einfach mal Silber. So. Okay. Mach das. Oh, das wäre natürlich. Überblicke das Land, Freund. Da vorne ist noch was. Siehst du, sag ich doch. Gut, dass wir. So, warte. Ich laufe mal ganz kurz nach da vorne. Sag mal, wieso machen wir eigentlich gerade kein Geräusch? So. Kurz die Pfeile zurückholen. Wo plündern, warte. Geht Tab jetzt? Nein. Ach, in Sperrgebieten geht das mit Sicherheit nicht, ne? Ja, ich habe noch nicht Assassin's Creed gespielt. So, warte, das nehmen wir auch noch mit. Eine gelbe Feder. Guck mal, gut, dass wir hier waren. Erstmal Fett Obsidian machen. Holen, meine ich. So, und jetzt eben die gelbe. Yo. So, bauen wir uns jetzt erstmal fettes Netherportal. Und bauen wir erstmal ab. So. Erstmal fette Goldfarm. Machen. Egal. So, falsches Spiel. Entschuldigung. So, dann laufen wir einmal nach hier hinten rum. Weil da war ja auch noch was. Bin ich noch was? Hier war doch noch was. Da vorne ist nochmal das. Da hinten können wir nicht hin. Ach, das ist kaputt, ja. Steht ja auch im Symbol oben. Da bin ich. Jetzt können wir eigentlich nur noch nach da. Okay, machen wir doch mal. Ich will mal Schiff zum Rennen drücken, obwohl es gar nicht geht. Hier fehlt natürlich noch was. Monte Bayron. Bayron Bay. Ja, wer es noch nicht gehört hat. Ist ein interessanter Ort in Australien. Sag mal... Die auf dem Schiff, die machen natürlich auch nichts, ne? Die stehen da nur so geil rum. Finde ich gut. So, hier vorne. Da haben wir die Insel auch mal durchgelootet hier. Perfekt. Nehmen wir mit. Eisenerz. So, nehmen wir auch mit. Zack. Nochmal ein bisschen Eisen geholt. Sehr gut, dann können wir jetzt auch los. Oh, das kalte Wasser, Alter, ey. Wie ich das hassen würde. So, los geht's. Ist ja nicht eigentlich super anstrengend, da oben die ganze Zeit so zu stehen? Segel hoch! Oh Segel Gott, wenden! Wenden! Oh Gott! Schildvieh wird uns jagen! Rastloser und brutaler als zuvor! Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal! Ich könnte mir die Eier dran wärmen! Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Kleinen Moment. Ich würde gerne mal ganz kurz... wir müssen ein kleines bisschen nach links. Ah, jetzt kann ich auch... Jetzt geht Tab immer noch nicht. Ah, verdammt.
Lothian wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sie? Hier sind wir richtig. Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Okay, wir latschen erstmal Vollgas hier rein. Segel runter! Segel! So. Wie geht das? Anlegen. Auf in den Hafen! Wir legen realistisch an. Vornberg. Kennst du ja Vor- und Nachberg? Okay, Entschuldigung. Warte mal. Ach, schade, jetzt geht's nicht mehr. Okay. Lehrerin der Raben kehrt zurück. Vorne und nach dem Berg. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen.